Hallo und herzlich willkommen auf einem ganz, ganz neuen Kanal und zu meinem allerersten Let's Play hier im Minecraft. Ich bin der Marito. Ich habe hier die Welt Nubingen erstellt. Eine Random-Welt mit einer Karte und einer Bonustruhe. Na, wie geht die Karte? So, ja, okay. Wer Pro-Gaming erwünscht oder einen erfahrenen Minecraft-Spieler sich wünscht, der ist bei mir absolut fehl am Platz. Denn ich bin eigentlich, was Minecraft angeht, ein absoluter Neuling. Oder absolut. Ich habe mir bis jetzt eine eigene Welt erstellt und schon ein Haus gebaut natürlich und ein bisschen probiert. Aber so richtig weit gespielt habe ich noch nicht. Meine Neffen haben mir mehr oder weniger dem Flo ins Ohr gesetzt, dass ich ein Minecraft Let's Play machen soll. Sie glauben offensichtlich, dass ich da irgendwie das Zeug dafür habe oder auch nicht, keine Ahnung. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, was das wird. Dadurch habe ich mich natürlich jetzt ein bisschen mit Minecraft beschäftigt und mein Vorhaben ist mehr oder weniger ein Dorf zu suchen. Und bei diesem Dorf dann, oder dieses Dorf dann umzubauen, umzugestalten, eine Stadt daraus zu machen. Und ja, mal schauen, was das Ganze wird. Ich habe ja jetzt gerade irgendwo Bienen gesehen. Das sollten wir uns vielleicht gleich merken, wo hier ein Bienenstock ist. Ah, da hinten. Da haben wir einen Bienenstock. Tut die mir was? Nein. Ich glaube, die tun nur etwas, wenn man sie... Ups. Auf da. Ja, und da sehe ich auch schon eine Hütte, ein Dorf. Das wird gleich unseres werden. Wir werden da einziehen als neuer Bürgermeister, Lord, wie auch immer man uns nennen soll, Besetzer. Keine Ahnung. Und dann schauen wir uns jetzt in der ersten Folge gleich unser Dorf an. Und ich würde sagen, dann geht es erstmal los mit Materialbeschaffung für unsere ersten Bauwerke. Schwebt da ein Baum? Ja, ich glaube, da schwebt ein Baum. Hier ist Kürbis, den werden wir auch gleich mitnehmen. Das ist jetzt, glaube ich, mein dritter Anlauf, hier ein Let's Play zu machen. Im ersten Anlauf hatte ich eigentlich nur Probleme mit der Technik, dass es extremst geruckelt hat. Im zweiten Anlauf, ja, das schaut doch schon mal gut aus. War in einer richtig geilen Welt gestartet, das hat mir extrem gut gefallen. Oh. Wie sind Sie? Der Bauer Franz und der hat gern rote Beete. Okay, was ist das? Das sind Kartoffeln. Hey Fritz, das ist Bauer Franz und Bauer Fritz, der möchte auch kein rote Beete. Zweiten Versuch habe ich, glaube ich, über 7 Folgen aufgenommen. Ein Bibliothekar, okay. Und einfach überhaupt kein Dorf gefunden und dann gesagt so, ich lasse es jetzt. Also die Erde, da müssen wir abbauen. Da hinten, es müsste Fichtenholz sein. Wir haben hier Kohle. Die holen wir uns auch gleich mal. Ist das eine Schlucht? Naja. Es geht. Mein Lieblingstod in Minecraft oder bis jetzt in Minecraft ist übrigens der Falltod. Also der Sturz in den Tod. Da bin ich echt Profi drin. So. Meine ersten Bauprojekte habe ich mir vorgestellt, werden zum Anfang mal ein zentraler Dorfbrunnen oder Stadtbrunnen und ein Hotel, ein Bed and Breakfast. Das Ganze möchte ich ein bisschen im mittelalterlichen Stil aufbauen. Und ich bin mal gespannt, was wir in unserer Welt hier alles so entdecken werden, was wir alles finden werden.
Ich freue mich natürlich über jede Anregung, über jeden Tipp, den ihr mir geben könnt. Denn wie gesagt, für mich ist das Spiel neu. Und was natürlich noch viel neuer für mich ist, ist und auch richtig und richtig ungewohnt, dass ich beim Spielen, beim Zocken reden muss. So. Ich habe vor einigen Jahren kurze Zeit mal ein bisschen gestreamt und da fiel es mir insofern leichter, weil ich da einen Chat hatte, auf den ich eingehen konnte, mit dem ich interagieren konnte. Das habe ich halt hier nicht, aber mir gefällt das Prinzip von Videos, die ich voraufnehmen kann und veröffentlichen kann, einfach viel, viel besser als wieder zu streamen, wo man einfach immer an fixe Zeiten mehr oder weniger sich halten muss, und das ist bei mir privat und beruflich auch nicht immer möglich. Insofern schauen wir mal. Ich bin ja schon gespannt, ob sich das außer meinen Neffen überhaupt wer anschauen wird. So. Was ich auch noch nicht weiß, was ihr mir aber gerne schreiben könnt, ist, ob ich euch bei den Materialbeschaffungen, also beim Farming, ist ja ein zentraler Bestandteil dieses Spiels, mitnehmen soll oder nicht. So viel zum Thema Fallschaden. Am Anfang werde ich euch da sicher jetzt mal mitnehmen für unseren Brunnen. Boah, da ist ein Zombie drinnen, den habe ich gesehen. Ich wollte da noch, war noch irgendwo Kohle. Kohle. Wo waren die jetzt? Da war doch gerade irgendwo Kohle. Wo waren die? Okay. Ah, da. Gesehen. Und dann nehmen wir hier noch... Nehmen wir hier noch gleich Fichtenholz mit, und dann wird es wahrscheinlich eh schon Zeit, dass wir schlafen gehen. Wir werden uns dann gleich eine Bude suchen hier in unserem Dorf, die was wir vorübergehend für uns beziehen werden, bis wir das Hotel fertig haben. Ich möchte das Ganze auch ein bisschen im RPG-Stil mit den Dorfbewohnern halten, sprich mit ihnen interagieren. Sie werden alle Namen bekommen. Wir werden uns natürlich darum kümmern, dass es unseren Dorfbewohnern an nichts fehlt. So, jetzt nehmen wir hier noch zumindest einen Baum mit. Kann ich dich? Nein, du flüchtest. Damit wir einfach ein paar Setzlinge bekommen. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal schlafen. Denn ich denke, der erste Tag hier in Minecraft in Nubingen neigt sich dem Ende zu. Da ist schon ein Setzling. Ja, wie gesagt, mein bisheriges Wissen oder meinen Wissensstand, was Minecraft angeht, habe ich zum einen aus einer kleinen Testwelt, wo ich einfach mal die grundlegenden Funktionen ausprobiert habe. Ich habe mir natürlich jetzt auch im Vorfeld das ein oder andere Let's Play dazu angeschaut von Menschen, die das einfach schon besser können als ich. Aber es wird schon werden, oder? Ihr sagt mir einfach, was ich falsch mache, und ich schaue, dass ich es besser mache. Könnt mir auch gerne Wünsche schreiben über Bauwerke, welche wir machen sollen. So. Okay, hier haben wir schon einen Höhleneingang, den möchte ich vorerst fast gerne zumachen. Zumachen aus diesem Grund: ich habe in meiner Testwelt mein Dorf mehr oder weniger direkt neben einer Schlucht gehabt und binnen eines, ja, da waren es zwei Ingame-Tagen war mein ganzes Dorf tot. Du, das ist mein Bett. Heute schlafe ich hier, ja? Passt das? Danke. Okay. So. Puh.
Eigentlich habe ich mir voll fest vorgenommen, so beim Wechsel von Tageszeiten und so, wenn man wieder aufsteht, nicht zu gähnen oder sowas zu machen, so was man eh von jedem kennt, ja? Ist eigentlich nichts, meinst du, da unten ist ein Skelett, darum machen wir da jetzt gleich mal zu. Und merken uns aber, dass hier ein Höhleneingang ist. Wir müssen uns zuerst ein bisschen grundlegend ausrüsten. Und mal schauen, was wir jetzt hier alles im Dorf so haben. Wir haben Kätzchen da oben. Da haben wir jetzt gar nicht geschaut, was wir da so haben an Gebäuden. Schauen wir uns jetzt gleich mal an. Mhm. Viel Brot. Das ist schon mal gut. Kann ich hier irgendwie so. Ich lege die Äpfel natürlich wieder hier rein. Ich hätte das nur irgendwie gern automatisch gesteckt, aber das geht anscheinend nicht so einfach. So. Okay. Wir geben unsere Karotte gleich auch hier an, die Kürbiskerne. Und den Kürbis und merken uns, dass das hier ist. Das ist ein Goldklumpen, lassen wir auch mal da. Den Pilz können wir eigentlich auch lassen. Das wird so unser. Ich vermute mal, morgen spätestens habe ich es wieder vergessen. Hier dürfte dann der Bibliothekar zu Hause sein. Ja. Okay. Ha. Du hast keine Truhe bei dir. Okay. Okay, da unten war das Feld. Ja. Eigentlich ein sehr kleines Dorf, was wir hier gefunden haben. Hm? Wer bist du? Redest du mit mir? Du willst nicht mit mir reden? Okay, dann halt nicht. Man sieht schon, die Dorfbewohner sind sich noch nicht so einig, was sie von unserem Einzug hier halten sollen. Ist das so positiv, wenn wir hier unseren Golem da drinnen haben? Okay, hier ist nichts mehr. Ist auch nichts mehr. Schade ist jetzt, dass wir keinen Schmied oder sowas hier haben. Müssen wir halt immer schauen, dass wir brav schlafen gehen. So, und was haben wir hier noch für eine? Ah ja, das war einfach auch eine Viehfarm mit Räucherofen. Oh, mit den Berufen kenne ich mich noch nicht so gut aus, gewickter Kuh. Aber ich glaube mir zu wissen, dass der Metzger den Räucherofen verwendet. Okay, ich würde sagen, wir richten es einfach hier mal ein. Das hier wird jetzt mal vorerst unser kleines Häuschen. Nee, das wollte ich nicht. So. Brauche mal eine Werkbank. Ich wollte eine, aber ist wurscht. Und da möchte ich jetzt zuerst mal gleich ein Steinschwert. Eine Steinspitzhacke. Eine Steinschaufel. Und mehr Stein. Nee, mehr Sticks haben wir nicht mehr. Brauche ich den Tropen? Ach. Zur Not suchen wir uns einen. Unsere Sticks. Ich hätte noch gerne eine zweite Axt. Und Kohle. Achso, wir haben ja schon Kohle abgebaut, genau. Genau. Bett müssen wir dann eh nicht bauen. Das gehen wir gleich alles hier in die Truhe. So. Birkenholz gefällt mir irrsinnig gut für Böden. Zum Bauen eher das Fichtenholz. Ich werde beides aber jetzt dann gleich mal anpflanzen. Und ich habe natürlich gesehen, dass es möglich ist. Nee, die Sticks nehme ich mit. Karte lassen wir da. Ich habe gesehen, dass es möglich ist, dass man, wenn man vier Fichtensetzlinge nebeneinander platziert, einen riesen Fichtenbaum bekommt. Das werden wir natürlich gleich mal machen. Und ich würde sagen, unsere Baumfarm, wenn wir mal hier rüben errichten. Zack, 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 zack. Und dann den Birkensetzling. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,
4, 5, 6. Okay. Soweit ich weiß, kann man neben... was war denn das? Hey, du Sau. Das war ja gemein. 2, 3, 4. Das ist vielleicht dann doch nicht so eine prickelnde Idee. Kann man da schnell... Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei den Eichen geht oder bei diesen Birkensetzlingen auch, dass man, wenn man daneben seine blaue Blume hinstellt, man die Möglichkeit hat, okay, dass man die Möglichkeit hat, hier eben auch Bäume mit Bienennester zu spawnen. So, wir brauchen jetzt noch. Habe ich die Kohle jetzt auch weggegeben? Ja, die Kohle habe ich natürlich auch weggegeben. So. Wir brauchen nämlich noch ein paar Fackeln. Wir werden jetzt dann gleich unter Tage gehen. Nee, wirklich. So, glaube ich, oder? Ja. Okay. Wir werden jetzt dann gleich unter Tage gehen. Wir brauchen mindestens... 4, 5, 6, 7, 8, 9, mindestens 10 Stacks Bruchstein. Wo höre ich da den Zombie? Ah, wahrscheinlich hier unten. Oh, und hier haben wir auch gleich Eisen, das braucht man natürlich auch. So, zack, zack. Wir erinnern uns, dass wir da unten ein Skelett gefunden haben oder entdeckt haben. Und hier ist schon unser erster Zombie. Kann ich dich? Nee, kann ich nicht. Machen wir uns jetzt hier mal eine Treppe oder auch nicht. Wo ist hier Boden? Okay. Und bevor wir uns jetzt hier in die Tiefen stürzen, würde ich mal sagen, das war's für die erste Folge. Ich freue mich sehr, wenn sich das überhaupt jemand anschaut. Und viel mehr freue ich mich natürlich noch, wenn ihr mir ein bisschen Feedback geben kann. Könnt, was kann ich besser machen, was soll ich anders machen, und ja, in diesem Sinne danke und bis zur nächsten Folge, euer Marito. Ciao.